Ich habe wirklich Angst um mein Leben, John. Das sind keine Hirngespinste. Aber ich will jetzt auch nicht mehr darüber reden. Hysterisch. Er spinnt doch. Ich muss etwas ruhiger werden. Milch- und Honigpflegebad. Das klingt doch gut. Ich überprüfe lieber nochmal die Terrassentür. Zu. Gut. Ich werde schon ganz paranoid. Andy? Scheiße, ist das mein Anschluss? Ja, ich komme hier. Bin gleich da. Oh, Scheiße! Wer war's denn? Oh, Claire. Blöd, Mann. Geht einfach nicht ans Telefon. Wenn du heute Sex willst, hast du dich geschnitten, Andy. Oh, nein, 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 nein. Das ist doch nicht wasserdicht. Oh. Shit. Das ist hin. Du wirst mir ein neues kaufen, mein Lieber. Aber mit so einem Billig-Handy gebe ich mich nicht zufrieden. Andy? Bist du doch schon da? Hattest du deinen Ehemann anders in Erinnerung? Lassen Sie mich in Ruhe. Was wollen Sie von mir? Deinen Tod. Was habe ich Ihnen denn getan? Ich werde mich jetzt nicht lange mit dir aufhalten und dir mein Leben erzählen. Was hätte das für einen Sinn? Du stirbst ja jetzt.